So, ihr Lieben, Update Thursday, Update Donnerstag in eFootball 2022. Natürlich wieder mal das passende Video von Jens dazu. Und bevor ich zu den Neuerungen komme und euch zeige, was es an neuen Inhalten ab dem heutigen Tage gibt, nochmal ganz kurz der Hinweis: Wir sind mit einem Discord-Server unterwegs. Dort könnt ihr gerne kostenlos beitreten. Sehr, sehr nette Sports-Gaming-Community. Dort natürlich Kernspiel eFootball, aber wir können auch gerne über andere Spiele diskutieren. Entsprechende Unterforen zu anderen Spielen sind dort auch zu finden. Ansonsten Social Media Links findet ihr unter jedem meiner aktuellen Videos. Gerne auch mal meinen zweiten Gaming-Kanal abchecken, den ich dann nach dem Urlaub anfangen werde, auch etwas intensiver ab Herbst zu bespielen. Und dort sind tatsächlich auch einige Abonnenten von diesem Hauptkanal unterwegs. Dort machen wir alles, aber kein Sports Gaming. Wer mal gerne reinschauen möchte und die Entwicklung von diesem Kanal mal auch miterleben möchte, darf dort auch gerne abonnieren. Würde mich auch freuen, euch dort entsprechend begrüßen zu dürfen. So, jetzt aber genug der Werbung. Wir steigen ein hier in die entsprechend neuen Inhalte. Wir kommen einmal zu den Events. Dort ist natürlich jetzt wieder ein Player versus Player Event hinzugefügt worden. Ihr seht es jetzt hier, Herausforderungsevent gegen den FC Barcelona. Kann euch gleich sagen, insgesamt ganz gelungen, weil sie auch die Belohnung etwas aufgestockt haben, beziehungsweise sie haben neben den drei üblichen noch eine vierte Stufe hinzugefügt. Ihr seht es jetzt hier, ne? Ein Punkt aus drei Matches, drei Punkte aus drei Matches, fünf Punkte aus drei Matches und hier hinten nochmal so eine Art Bonus, drei Siege aus drei Matches. Lohnt sich durchaus, ich kann es euch auch zeigen. Ach so, da muss ich natürlich dann so einsteigen, damit wir hier im Hintergrund die Belohnungen sehen. Das möchte ich euch gerne nochmal zeigen. Ist ganz okay, sollte man einfach mal mitnehmen. Auch wenn das Spiel natürlich aktuell seine Content-Probleme hat, das habe ich ja alles schon in Videos thematisiert. Und ja, muss man einfach so sagen. Hier so die ersten Stufen, das ist eigentlich immer so dieses Übliche, ne? Das kennt ihr ja auch, ein paar tausend Gaming Points und ein bisschen was an Trainingspunkten. Dann haben wir hier auch die Stufe 3 und das ist dann hier quasi die neue Stufe und das sind dann noch 10.000 Trainingsprogrammpunkte mal 3. Das lohnt sich schon, ist sicherlich auch nicht so einfach mit drei Siegen aus drei Spielen zu erreichen, aber sicherlich machbar. Würde ich euch natürlich empfehlen, um ein bisschen im Saft zu bleiben mit dem Spiel, auch wenn ihr mit Divisions vielleicht aktuell nicht so zufrieden seid. Ich bin es ja auch nicht. Und das würde ich jetzt einfach mal sagen, das nimmt man einfach mit. Wir kommen natürlich jetzt aber zu dem, was die meisten interessieren wird. Das sind die neuen Legenden. Und zwar, das ist Real Madrid. Hier dieses leuchtende Fenster ist eigentlich bloß nochmal das, was ich euch eben gezeigt habe. Das ist nichts anderes, dass hier dann entsprechend ein bisschen bessere Boni gegeben werden. Also das muss ich euch jetzt nicht nochmal separat zeigen. So, dann kommen wir hier zu den Real Madrid-Legenden. Da haben wir Raúl, Xabi Alonso und Rafael van der Vaart. Grundsätzlich schon ganz interessant. Wir überfliegen mal die Liste hier. Habt ihr die ganzen Real Madrid-Spieler und generell ansonsten seht ihr es ja hier, Atletico Madrid und spanische Liga hier. Die Liste ist an sich solide. Es gab schon schlechtere. Ich fand, es gab auch schon schlechtere Legenden-Packs. Aber ich muss für meinen Teil mittlerweile tatsächlich sagen, auch wenn wir uns die drei Spieler nochmal anschauen, für mich stellt keiner hier wirklich noch ein großes Upgrade dar. Ich würde mir Legenden generell ab sofort ziehen, das ist aber meine eigene Entscheidung, wenn sie mir A vermeintlich sportlich helfen, aber vor allem auch, wenn ich einen Spieler einfach haben will, so wie die drei Bayern-Spieler in der letzten Woche. Das ist für mich dann irgendwo auch Ehrensache, das mal nur am Rande. Wir schauen uns mal Raúl an, eigentlich auch nice to have, sicherlich sehr geil als Fintenläufer. Natürlich dann auch immer ein Spieler, der gerade auch vorne Räume öffnet für andere Stürmer. Zu diesem Thema werde ich übrigens noch ein Tutorial jetzt machen mit diesen ganzen Spielertypen. Denke, das wird auch interessant. Haltet mal die Augen offen. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal zwei Tutorials veröffentlichen. Eins ist fertig und dieses wird dann auch noch entsprechend kommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen werden beide Videos von mir veröffentlicht. Wahrscheinlich dann an einem der Wochenendtage. Das nur mal ganz kurz am Rande. Aber gut, zurück zu Raoul. 11 Stufen. Denke, da kann man schon was mitmachen mit diesem Kollegen. Ja, ein sehr sympathischer Kerl auch. Aber ich müsste schon hier schneller oder langer Ballkonter schon mit 2 bis
3 Punkten von diesen, die ihr bekommt, versehen. Für mich lohnt es sich ehrlicherweise nicht. Xabi Alonso, klar, auch ein paar schöne Jahre beim FC Bayern noch gespielt. Find ihn natürlich sehr, sehr geil. Aber in der Geschwindigkeit schaut er da nicht ganz so gut aus. Und wie gesagt, ich habe im zentralen und defensiven Mittelfeld einfach genügend Topspieler mittlerweile und werde ihn jetzt hier nicht auf Gedeihen Verderb ziehen. Da ist mir mein Geld dann auch ein bisschen zu schade. Raphael van der Vaart, ganz interessant, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich könnte mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass der in den letzten PES-Teilen, also 20 oder 21, als Legende drinne war. Ich finde das eigentlich dahingehend schon interessant. Er hat 9 Stufen, aber natürlich sehr, sehr langsam von der Geschwindigkeit. Von daher für mich auch im offensiven Mittelfeld, da brauchst du ja wendige Spieler, das mag er durchaus sein, aber da brauchst du auch einen Spieler, der in die Räume schnell geht, ist meine persönliche Meinung. Und von daher auch, wenn du da ein bisschen levelst, du kriegst das nicht auf das Niveau, was ich mir für meinen offensiven Mittelfeldspieler vorstelle. Spieler interessant, Karte, so lala. Wie gesagt, für Real Madrid-Fans ist das natürlich was Cooles. Das war's eigentlich schon wieder. Update, Donnerstag der Update, Thursday hier. Lasst ein Abo da, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns in Livestreams, in Tutorials, in Let's Plays rund um Dream Team. Natürlich auch mit meinen Monday und Thursday Update-Videos. Dankeschön fürs Reinschalten. Euch eine gute Zeit. Ciao, ciao, ciao. Da verschlucke ich mich noch. Macht's gut, euer Jens. Bye, bye.